So, da sind wir wieder bei einer Folge Warframe. Mit mir, alleine mal wieder. Ich habe eine Frag-Dev jetzt angefangen, rekrutiert, angefochten. Ja, und dann würde ich sagen mal, fangen wir an. Team habe ich jetzt nicht so wirklich krass gewählt, sag ich mal. Also einfach eingeladen, die hatten schon die Leute da eben, die ihr links hier seht. Das passt ganz gut, also Frost Prime zum Schutz, Nova zum Abfacken und Valkyr zweimal, eben ich auch. Immer noch Level von Red und Zer, um auch den Gegner wirklich zu ficken, wortwörtlich. Ja, das läuft. Komm. Fangen wir an. Ist nicht mein erstes Fuck-Dev. Alles klar, so redet man. Für die Frag-Dev nicht kennen, ist voll geil. Frag-Dev ist eine der geilsten Questen, die noch dazu viel geiles Zeug droppt und einfach Spaß macht. Zum Leveln von Waffen ist sie super. Aber eins ist sie nicht, sie ist nichts für Epileptiker. Also wer irgendwie in der Familie sowas hat, dass Leute mal wegen irgendwie, sagen wir mal, Farben umgefallen ist oder so, sollte das hier mit mehr oder weniger Bedacht gucken. Das sage ich nicht, weil ich asozial bin und euch das nicht sehen lassen, nicht zeigen will, sondern weil einfach hier in dem Video, glaube ich, noch sehr viele Farben kommen werden. Und ja, könnte ein Farbwechsel werden, der interessant ist. Ich weiß auch nicht, wie das mit Epileptikern ist, ob das jetzt ein schneller Farbwechsel sein muss oder, weil da gibt es, glaube ich, noch Unterscheidungen. Oder einfach nur ein krasser Farbwechsel zwischen intensiven Farben. Da habe ich leider keine Ahnung. Ja, es sollte jetzt eigentlich nicht so... Also wenn ihr da wirklich richtig Probleme habt mit dem Farbwechsel, es kann sein, dass der Bildschirm ab und zu jetzt mal schön rot aufleuchtet oder so. Komm nicht durch die Tür. Der eine kommt nicht durch die Tür. Ja, gut, dann das ist natürlich scheiße. Oh, das ist natürlich schön. Blöd, dass der eine jetzt hier, sagen wir mal, gehandicapt ist, der kann nichts machen, das ist der zweite Valkyrie, das ist der zweite Rusher. Gut, dann fangen wir neu an. Ja, der ist jetzt rausgegangen, gut, dann testen wir es auch mal. El Micha war das, Credian Badger 01 und der andere da. Dann machen wir das so. Man kann slash invite und El Micha. So, seht ihr, er ist wieder drin. Kein Problem. Achso, ich habe die Waffe noch nicht ausgerüstet. Die Waffe schlägt, glaube ich, ein wenig langsamer, wenn ihr sie als in Haltung drin habt. Also, das ist mir gerade eben aufgefallen. Wenn ich mal meine Haltung wegmache und darauf falle, dann macht's so. Zack, 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 zack. Sieht ganz okay. Aber, weniger kritische Treffer und kein Schadensmultiplikator. Und da ist es mir lieber, dass ich dann sowas mache und dann auch viel mehr Leute treffe mit viel mehr Schaden und so. Oh, wir haben einen Stalker. Wir haben einen Stalker hier. Das könnte ja lustig werden. Interessant, interessant. Wer hat wohl den Stalker? Aktiviere ich lieber meine Ulti. Ein Stalker ist nichts, womit man irgendwie... Da ist er.
Na? Da ist er. Sehen nicht. Da. Da haben wir ihn. Ja, Sokka ist halt einfach so ein richtiger Motherfucker, den keiner mag. Der aber geil in Loot fallen ist. Ich weiß nicht, ob der noch lebt oder ob der schon tot ist. Ja, ich glaube, er ist gestorben. Ja. Easy. Ich weiß aber nicht, was er gedroppt hat. Also da habe ich jetzt gar nicht drauf achten können. Nehmen wir natürlich nicht. Wir gehen weiter. Mahlzeit. Ja. Einkerbung, so ein Scheißträger. Stalker kann auch bessere Sachen droppen. Ja gut, soll ich noch irgendwas zu der Quest sagen? Keine Ahnung. Wrackdev ist nur gegen Zombies. Die werden, glaube ich, schneller, stärker als normalen Death Mission. Also ein ansteigendes Level. Mehr gibt's da eigentlich schon zu sagen. Also hier spielt man halt erst mit Masse statt erstmal mit keine Masse und keine Klasse, weil die einfach scheiße sind. Und später kommt dann halt dazu, dass sie halt einfach dann auch ein wenig mehr drauf haben. Und danach noch später ist es halt einfach nur, dass sie richtig viel drauf haben und es noch richtig viele sind. Da gibt es natürlich diese Gruppen, diese Pro Warframe Gruppen Spieler, die hier irgendwie diese Welle 70 oder 60 ohne Probleme machen. Zu denen gehöre ich noch nicht, da fehlt mir noch an Rang und dann Vorbereitung auch noch. Denn wenn man sowas macht, dann hat man halt die Waffen, die sind perfekt ausgelegt gegen die Monster oder Gegner, gegen die man kämpft. Das gibt auch Tabellen im Internet und überall, was für ein spezieller Schaden zum Beispiel bei der Pistole oder was für ein spezieller Schaden eben gegen welches gegen welche Art von Gegner am meisten zieht. Beispiel, ich glaube, Durchschlagschaden zieht gegen diese Zombies ziemlich gut. Beispielsweise. Oder Eis zieht gegen die Zombies gut. Dass man halt seine Waffen wirklich darauf auslegt. Dass man dann Sets macht, die halt irgendwie das machen. Dann ist klar, dass dann schafft man halt einfach richtig gute Sachen. Natürlich muss man halt den Kackwaffen dann auch umgehen können, weil wäre sonst scheiße, ne? Aber ihr seht hier schon, das ist ein eigentlich doch ziemlich schneller Farbwechsel. Wenn jetzt wenn ich mit Kubi noch spielen würde, mache ich eigentlich auch oft, dann wäre das Ganze hier noch rot, weil er momentan mit einer Ember spielt. Und wäre der Frost ein wenig lustig drauf, dann würde er hier noch den Schild reinklatschen. Da gibt auch so viele Kombinationen, dann wäre er noch zum Beispiel bei Vauban der Vortex an. Oder hinten ist einer. Der nochmal schön was machen würde. Ja. Es gibt so, keine Ahnung. Ich will sowieso Vauban-Farmen will ich irgendwann den nächsten Mal schaffen. Weil das ist so, oder ich kaufe ihn mir einfach, weil das ist so mega schwer, den zu kriegen. Für die, die es nicht wissen, Vauban-Blaupausenteile kriegt man nur durch Alert-Missions, wo sie extra noch angezeigt werden. So ungefähr habe ich es auf jeden Fall gelesen. Da wirklich was dran ist, weiß ich nicht. Ob die auch vielleicht einfach so in den Alert-Missions droppen, weiß ich auch nicht. Wäre cooler, als dass es einfach so ist, weil... Boah. Naja. Schlimmstens kaufe ich mir ihn, weil Vauban einfach geil ist. Seht ihr es? Ich stehe mitten im Geschehen, ne? Und verliere fast kein Leben. Auch vom Giftschaden bin ich größtenteils... Also ich krieg halt einfach fast keinen Schaden. Ist halt... Ist halt easy.
die kriege ich dann auch. Ach ja, genau. Was ich noch nicht gesagt habe, das letzte Mal, glaube ich, vergessen habe zu sagen. Wir haben nämlich keine großen Kombos rausgekriegt, weil die Gegner noch zu schlecht waren. Wenn ich jetzt, unten rechts seht ihr immer diese Kombo-Anzahl. Die wird alle 4 Sekunden resettet, wenn man keinen Schlag gemacht hat. Und hier komme ich dann, glaube ich, dann bald auf so Kombo-Dinger, denk mal, 20, 30. Ist ganz okay. Und dann hat man einen Multiplikator von, ich glaube, immer noch. Ja, 2 könnte es sein. Mit einer bestimmten Anzahl von Hits kriegt man dann 2,5 und dann 3 und bei 3 bleibt es dann auch. Ja. Aber 3 ist halt erst ab 100, ich glaube 135 Hits hintereinander, ohne dass man 4 Sekunden lang nichts gemacht hat. Und das ist halt schon aufwendig. Noch dazu ziehe ich viel, also ich müsste eine ganze Gruppe hier bei Level 10 oder so töten. Alleine und immer das immer treffen, damit ich hier diese 130 Hits hinkriege, weil die Viecher einfach vorhin sterben. Der hat gerade die Angst drum, hat der eine. Und hat gesagt, Rang 4, gerade eben, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe, könnt ihr auch nachlesen. Kurz zurückspulen. Rang 4 die Waffe und C500. Scheint eine ziemlich gute neue Waffe zu sein. Erforschbar im Oropin-Labor. Im Clan. Im Clan zu haben ist übrigens mega praktisch. Ah, easy peasy. Warum Energie muss ich mir auch keine Probleme machen, wenn ich irgendwann mal Schaden kriege. Kriegen würde. Aber auch sonst nicht. Es ist aber nicht schwer. Weg. Weg. Kein Hexenwerk auf jeden Fall. Ihr seht, ich ziehe dann auf einmal 1200 pro Hit. Das wird sich noch erhöhen. Ah, da habe ich die Energie gezogen. Kein Problem. Ballern wir halt weiter drauf. Da 51er Hit-Kombo und ich treffe keinen mehr. 51er Hit-Kombo war. Ja, genau. Wenn ihr so eine geile Waffe habt, dann könnt ihr euch mit Valkyr ohne Probleme hier hochporten. Ah, mega easy. Also voll viele müssen sich hier so ankacken, um das hier zu machen. Ja. Das ist einfach rutschen und dann also kurz den Shift-Steuerung wechseln zu machen. Und dann rutscht ihr wieder und rennt dann gleich nochmal weiter. Weil ihr dann Geschwindigkeit verloren habt. Ja, hat mir Kubi so erklärt, weil ich habe das nicht geschafft. Und so hat es ziemlich gut geklappt, fand ich ziemlich cool. Aber ja, ich habe Reißleine als Valkyr, also ist mir das scheißegal. Da 1300er Hit wieder. Und man denkt halt mal, jetzt habe ich 900 gezogen. Und wir sind jetzt bei Welle 13, ne? Also es ist schon einiges. Da kommt einer. Weg. Denn ich glaube mit diesem Dings, da ziehe ich 3000 circa. Also ich finde Dual Karma, Karmas. Ich feiere die mega mäßig. Hast du gesehen? Ah, 2400 habe ich glaube ich gesehen. Also, ziemlich stark. Ja, es hat bei mir jetzt, glaube ich, ein ganz klein wenig geleckt, aber kein Problem, weil wir hämmern die ganze Zeit auf die E-Taste. So, das ist jetzt eh scheißegal. Weg.
Also ziemlich chillig halt, ne? Ach ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, so an Missionen, die ich vielleicht mal machen sollte oder so. Momentan bin ich dabei, die Planeten durchzuzocken. Was, ich find's mega langweilig. Keine Ahnung, ich hab da irgendwie keinen großen Ansporn, die Planeten durchzuspielen. Ich find das so mega langweilig einfach. Aber, ja, um halt dann alle Alert-Missions machen zu können oder so, ist es halt schon praktisch, oder spezielle starke Missionen zu machen. Und Verteidigung auf Uranus zum Beispiel oder Ceres, ist es halt schon praktisch. Einmal auseinandergenommen. Problemlos hier. Wollen wir nicht. Weiter. Ich glaube, ab jetzt, bei der 15 ungefähr, wenn jetzt eine Forma-Blaupause kommt, die kommt bei Wrack-Dev-Mission sehr oft. Also ihr könnt, wenn ihr Glück habt, so eine 30% Chance ungefähr, glaube ich, vielleicht sogar mehr oder weniger, habt ihr nach 5 Runden sogar schon Forma. Mir ist schon mal passiert, bei meiner ersten Wrack-Dev-Mission, die ich nach einer Weile spielen mal wieder gemacht habe, hatte ich direkt in den ersten 2 Runden, also nach 5 und nach 10 Wellen, hatte ich einmal einen Former. Und nach der 5. ist jemand rausgegangen, weil er halt gesagt hat, ja, ich will das Former haben, und der kommt sonst nie wieder. Und dann haben wir uns bei der 10. Runde gesagt, ja nee, na komm, wir wollen hier mehr Runden machen, wir wollen auch ein wenig leveln. Und dann kam das Form halt ernsthaft in der 20. Runde nochmal. Das war natürlich Glück für uns, weil Formas eben selten sind, sag ich mal, oder für den Clan unabdingbar sind. Ich habe nicht mal auf die Kombo gerade geachtet. Irgendwas im 20er Bereich bestimmt, weil ich nicht so viele hintereinander getroffen habe. Hier, Valkyr. Ja, ach ja, ich habe übrigens den Nakra-Helm, oder Nara-Helm, wie der heißt. Letztens hergestellt und aufgemacht. Nach dem neuen Patch bringen ja Helme jetzt gar nichts mehr, außer einfach aussehen. Und die alten Helme bringen halt noch die ganz normalen Stats, die sie machen. Aber bei vielen, ich weiß nicht, ich habe mal durchgelesen, was die Helme so machen. Ich fand das gar nicht gut, also mir ist es eigentlich scheißegal, ob der Helm jetzt mehr Angriffsgeschwindigkeit macht oder so. Da achte ich nicht mal drauf, und dann hat er ihn geleckt. Ah, jetzt fängt Nyx an abzugehen. Will ich mit dem Nyx auch noch machen. Nyx, Vauban, Necros, will ich mir noch machen. Wer ist noch so da? Wen gibt's denn noch, ne? Wenn ich mir irgendwie... Ember Prime, Frost Prime level ich demnächst noch. Nach, wenn Valkyrie langweilig wird, oder ich die Waffen fertig habe, dann fange ich mit Frost Prime an. Ich habe noch nie Frost gehabt, muss ich sagen. Weiß nicht. Ich muss ja Krill töten, glaube ich, um Frostprime-Teile zu kriegen. Frostprime zu kriegen. Und Krill wurde ja umdeportiert auf Pluto, glaube ich. Pluto ist so mega weit weg. Noch dazu glaube ich, dass Krill einfach krass abgeht. Also ich hab den schon ein paar Mal gemacht gehabt, weil es gab Alert-Missions, in denen ist einfach mal vorgekommen. Und damals hat er dann einen anderen Standort, glaube ich. Ja, da ist er halt voll abgegangen, weil man... Da habe ich mit Luca das damals noch getroffen, ne? Da wussten wir nicht, wie wir den töten sollen, bis wir dann irgendwann mal rausgefunden haben, nachdem die Muni leer war, dass wir halt, der hat richtig viel gezogen gehabt. Da habe ich auch nicht Gino gehabt, da hatte ich Excalibur noch. Weil ich habe den gemocht, ich habe den eine Weile behalten. Herausgefunden, dass man bei Krill zum Beispiel erst auf seinen Rücken schießen muss, auf das geile Päckchen da, das er hat, diesen Kältetransport-Dingsteil da, damit er sich dann selbst einfriert, und danach, wenn er dann fertig ist mit dem Einfrieren-Zeug, da immer wieder das zu machen, durch 3 Mal oder so wie immer, wunderschöne Zahl 3, dann wird er zum Monster, und dann kann man ihn auch gescheit töten, dass er auch Life-Damage kriegt. Vorher ist aber nur der Schild, glaube ich. Oder er regeneriert sein Leben halt einfach wieder. Krill halt, ne? Ich weiß, glaube ich, gar nicht. Eins ist mir letztens auch passiert.
als ich mit Valkyrie noch am Anfang war. Das heißt, dass die, ich wusste nicht, wie ich gescheit mit der spiele und so weiter halt. Kam Stalker, ne? Und Stalker sind nach dem neuen Patch, nach der Verbesserung, also ziemlich stark in die Richtung der Stalker, einfach krank geworden. Also, der kann dich einfangen, wenn er dich gekillt hat, unter so einer Tarnkappe. Und wenn du dann hast du übrigens direkt verloren, also auch wenn der Stalker dann gekillt wird, wenn er dich tötet und einfängt, wenn er dich tötet, dann wird er dich einfach einfangen. Und dann weiß ich nicht, je nachdem, was für einen Stalker man kriegt. Bei mir letztens war es Sanuka. Und das ist der Bezug von Sergeant Nefano, oder wie der heißt, glaube ich. Nee, Alad 5. Von dem eben. Und das hat mich dann auf die Map gebracht, wo der Alad normalerweise chillt. Und da musste ich auf der Map eben entkommen und habe meine Waffen dann neu finden müssen und so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich die Waffe jetzt einfach dann, oh, Boltor Prime, Gehäuse, wollte ich das haben? Ja, komm, nehmen wir an. Wenn alle gehen, dann mach mal mit. Gehäuse, Boltor Prime. Brauchte ich das? Ich weiß es gar nicht. Naja, war auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, wunderbar, 2 Urukizellen, schön, Einkerbung haben wir durch den Stalker gekriegt. Mutagenproben, Nanosporen. Läuft. Ist okay gewesen. Hallo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also seht, 51% hatte ich. Ha, Nahkampf-Style. Und am meisten Beute aufgehoben. Hallo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.